Bruders Alexander. That's why he keeps me here, as a hostage, hoping Vaya will reveal himself. Okay. You're a good boy, Dyer. And I appreciate your company. But I believe you have more important things to take care of. 100% deiner Meinung. Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia The Dark Descent. Hier sind wir also wieder zurück. Stopp. Okay. Da sind wir also wieder. Zurück bei Amnesia. Aus irgendwelchen Gründen ist gerade ein anderes Aufnahmeprogramm mit angegangen. Und deshalb hatte ich oben links ein Overlay, was ich sonst eigentlich nicht hatte. Und warum sind jetzt die ganzen Spinnen wieder weg? Das muss ich nicht verstehen, oder? Aber gut. Wir betätigen jetzt die Hebel. In der letzten Folge haben wir diese eine komische Maschine jetzt wieder repariert. Und jetzt betätigen wir mal die Hebel. Daraufhin wird wahrscheinlich irgendwo ein Monster erscheinen und uns derbe erschrecken. Und wir werden dann so ein bisschen rumwinseln und sowas. So wie immer halt. Okay. Ich hätte gedacht, dass die eine Tür, die sich die ganze Zeit nicht gerührt hat, dass die jetzt auffliegt und dann ein Monster uns entgegenkommt. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Okay. Und deshalb machst du jetzt hier wieder die Spinnen hin. Was meint er damit? Was there something else? You got the doors open? Good call. I knew you could do it. Sonst hast du nichts zu sagen? Na gut, wir suchen den. Wie hieß der Typ? Juan Bayer, genau. You should hurry, Daniel. No time for sitting around. Jetzt gehe ich in den Altarraum. Ist mir egal, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus durch und machen erstmal das, bevor wir die anderen beiden Dinger hier auschecken. Jetzt wird es, glaube ich, unangenehm, ey. Man wird sie nicht vermissen, ja. Ja, ja, schon klar. Bin ich mal gespannt, was der liebe Alexander, Liebe in Anführungsstrichen, sich so überlegt hat, um uns aufzuhalten. Hä? Wo denn? Warum ist ja alles so blau? Hier kam das Nähte-Update wohl schon früher. Minecraft-Witze, immer gut. Ach, da drüben bist du. Okay. Das ist ja in Ordnung. Alter, hier sieht es vielleicht krass aus. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Ja, ja, it's just a myth. Mhm. So wie er reagiert, ist das auf jeden Fall nicht nur ein Myth. Das ist wieder einer von den Viechern. Hä? Ach da. Okay. Natürlich kommt er hier lang. Ja gut, zur Not, wenn der jetzt hier anklopft, sag ich mal, müssen wir halt rennen. Man hört ihn.
Ich meine, hier kommen wir ganz schnell durch. Das ist nicht das Ding. Also wenn er jetzt wirklich kommt... Ach, was für ein Kacke. Na gut. Aber hat jetzt zwei sinnlose Ladezeiten auf unserem Kopf. Was soll man machen? Die Kerze ist ein bisschen dunkel, ne? Merke ich gerade mal. Jetzt nicht mehr das hellste Licht hier. Und wir gehen wieder zurück. Ich denke mal, dann ist ja alles wieder resettet. Ich hoffe's. Wir werden es sehen. Ich hoffe, es ist resettet. Nicht, dass er jetzt da vorne steht. Ja, okay. Sieht gut aus. Die Tür ist sogar wieder da. Die hat er doch aufgekloppt. Ah, es sieht schon sehr, sehr episch aus hier. Okay, gehen wir erstmal da lang. Da ist schon offen. Unfassbar, wie es hier aussieht. Ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Boah, hat mich das Ding gerade erschreckt, was auch immer es sein soll. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss nochmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn... Ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens, und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Was ist mit Wilhelm passiert und wer hat diesen Text geschrieben? War das der Dingens? Interessant. Oh, wie heißt er denn? Alexander? War es der Alexander von Brennenburg? Okay. Okay. Öl. Hier wurden wohl, sagen wir mal, Rituale abgehalten. Ich will es nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Was hier so alles passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Bislang hat man sich ja in dem Spiel relativ bedeckt gehalten, wie diese Rituale jetzt genau ausgesehen haben. Aber wie gesagt, ich will es gar nicht wissen. Der Raum hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht, ne? Ich meine, einmal Öl haben wir gefunden. Das war es auch. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt geradeaus weiter. Weil da hinten war so ein komisches Licht vorhin. Dementsprechend gehe ich da zuletzt hin. Hier läuft wieder irgendeine Maschine. Das nehme ich jetzt noch nicht auf. Denn das gibt nur Probleme, wenn man Sachen aufnimmt. Wofür haben wir dieses Fleisch eigentlich aufgenommen? Na ja, gut, nehmen wir es mal mit. Eimer Teer. 12. August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill.
None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Werde ich vorbereitet sein, ist auch nicht dasselbe wie I should be ready. Das heißt eher, sollte ich vorbereitet sein. Also, der war schlecht übersetzt, ne? Aber unser Daniel, glaube ich, hat auch so langsam sicher so ein bisschen einander am... ein Dubbe, wie man so schön sagt. Der hat ganz schön einen Dubbe langsam. Was geht da hinten vor sich? Okay. Das fasse ich nicht an. Ich weiß, dass es nicht gut ausgeht. Da bin ich mir sicher. Okay, also das werden wir jetzt noch nicht machen können. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal zurück. Und vielleicht brauchen wir die Kugel. Vielleicht muss die Kugel hier hin. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Also, hier muss dann die Kugel rein und dann können wir da vorne hin. Was auch immer da auf uns wartet. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Und müssen dann mal diese... Ich blicke immer noch nicht ganz durch. Ne? Wir spielen dieses Spiel jetzt schon so lange und ich blicke immer noch nicht zu 100% durch, was Alexander überhaupt vorhat mit der Kugel. Ich meine, will er irgendeine Art Power oder Kraft haben? Ist er überhaupt noch am Leben? Ich meine, gesehen haben wir ihn noch nicht. Wir hören ihn nur die ganze Zeit. Vielleicht ist Daniel ja auch so ein bisschen durchgedreht. Das halte ich auch für möglich. Keine Ahnung. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Das sind diese Rohre. Alter, ist das krank. Ist das krank. Ich bin so froh, dass dieses Spiel zu einer Zeit spielt, als das Ganze schon vorbei ist. Was willst denn du? Ja, ich weiß. Ja, ja. Ich bin so froh, dass diese ganzen Geschehnisse, die wir hier erfahren, bereits vorbei sind. Und wir hier nicht noch wirklich Leute foltern müssen oder was weiß ich. Wobei, warten wir mal ab. So, was haben wir hier? Zunderbüchse. Klar. Was haben wir hier? Laudanum. Hier könnten wir uns verstecken, falls notwendig. Das ist schon mal gut. Dann mache ich hier auch direkt mal die Tür zu und mache das Licht an. Denn unser kleiner Freund Daniel dreht so langsam wieder durch. Und das kann ich gar nicht leiden. So, Zunderbüchse. Na, da ist wieder so ein Ding. Erstmal der Brief.
Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraue ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Vaya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tampter verabreiche. Verabreichte, Konjunktiv. Die giftigen Pilze sollen eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jenes beliebigen, gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnten Kaernk. Wasserbewohnenden Kaernk, okay. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzien hergestellt wird. Ja, warum ist das wichtig? Habe ich mich zu früh gefreut? Oh Gott. Bei Hofe wirft man sich dem Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Okay. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Das ergibt keinen Sinn. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch die Qualen. Der will unsterblich sein. Das ist es, was Alexander mit dieser komischen Kugel will. Aha, das makes sogar Sense. Altarraum Eingang. Okay, dann würde ich sagen, das ist ein guter Ort, um jetzt mal kurz eine Folgenpause zu machen. Wir haben ein bisschen was wieder erfahren. Und ich fürchte fast, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Danke auf jeden Fall mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht hier bei Amnesia The Dark Descent. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In der nächsten Folge bleibt gesund, bleibt wacker und bis dahin. Ciao.